Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es hier darum, diese kleine Münze. Und zwar sprechen wir heute mal darüber, ist Trading ein Münzwurf oder ist es besser, ist es schlechter? Wir sprechen mal drüber, jetzt im Video. Die letzten drei Tage habe ich nichts anderes gemacht, als diese eine Szene jetzt zu üben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe. Ne? Also ihr seht schon, ich verspreche mich schon. Also hier ist die Münze. Das ist übrigens eine Silbermünze mit Elisabeth II., ein 5-Dollar-Stück aus dem Jahre 2010. Ein sogenannter Maple Leaf von der kanadischen Zentralbank oder wer auch immer die herausgibt. Also jetzt hier, zack, Kopf oder Zoll? Kopf. Falsch. Es wäre hier der Maple Leaf gewesen. So, Münzwurf, ne? Ihr kennt alle diese, ihr kennt alle diese Theorie, dass man sagt, okay, im Grunde Trading, das ist so ein bisschen was wie Münzwurf, ne? Ob man Glück hat oder Pech, das kann man gar nicht sagen, das gleicht sich mit der Zeit aus. Und wenn wir eben jetzt gesagt haben, okay, wir hatten jetzt eben zum Beispiel hier nicht Kopf, sondern Zoll, beziehungsweise das Ahornblatt, aber wenn wir jetzt eben die Münze 100 Mal hochwerfen würden, dann würde sich das wahrscheinlich 50-50 aufteilen. Wenn wir es 1000 Mal machen würden, dann würde es sich noch mehr aufteilen. Und wenn wir es wahrscheinlich unendlich machen würden, dann hätten wir am Ende ganz genau eine Verteilung, 50% auf der einen Seite und 50% auf der anderen Seite. Wenn wir also jetzt hier mal Trading und gerade den Handel von Optionen mit einem Münzwurf vergleichen, dann würde es ja überhaupt keinen Sinn machen, überhaupt Optionen zu verkaufen. Also zum Beispiel Puts auf Aktien zu verkaufen. Weil wenn wir sagen würden, naja, die Verteilung der Kurssteigerungen ist ohnehin wie ein Münzwurf 50-50, warum sollte dann der Verkauf von Put-Optionen auf Aktien eigentlich besser sein als der Verkauf von Call-Optionen? Ne? Würde doch überhaupt keinen Sinn machen. Und dann wäre das im Grunde noch alles, was wir hier machen, reines Glücksspiel. Das heißt, die Verteilung wäre 50-50 und die Gebühren, die wir zahlen, das wäre quasi der Vorteil der Bank. Okay, Gebühren sind immer ein Vorteil der Bank. Der Broker gewinnt immer oder meistens. Das ist nun mal so. Aber jetzt lese ich auch manchmal immer die Aussage, naja, mit jedem Tag, den der Markt steigt, oder wenn ein Tag steigt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass er am nächsten Tag fällt. Ja, ich weiß nicht, wie sich dieser Glaube durchgesetzt hat, aber viele Leute glauben das über die Märkte. Und ich bin jetzt auf dieses Video auch so ein bisschen gekommen, einmal, weil ich so einen Kommentar gelesen habe und auf der anderen Seite, weil ich gerade ein sehr interessantes Buch lese von Ed Torp. Das ist der Mann, der das erste Buch geschrieben hat über Blackjack, wie man Blackjack schlägt und der später dann auch an der Wall Street sehr viel gehandelt hat. Eigentlich einer der ersten Begründer auch der was zu tun hat auch mit der Black-Scholes-Formel und so weiter. Erkläre ich euch später mal, stelle ich euch das Buch mal vor. Und wenn wir jetzt also sagen, okay, mit jedem Tag, den der Markt steigt, würde die Wahrscheinlichkeit auch ansteigen, dass der Markt am nächsten Tag fällt, ne? Dann wäre es wirklich Blödsinn, Put-Optionen zu verkaufen. Und jetzt haben wir mal eins gemacht, jetzt haben wir mal untersucht, ist denn das so, dass zum Beispiel steigende Tage und fallende Tage gleich sind? Wenn wir uns dieses Bild hier mal anschauen, dann sehen wir nämlich, dass zwischen 1950 und den 2010er Jahren, dass also in mehr als 50% der Fälle, das sind immer so die Dekaden hier, in 50% der Fälle oder mehr als 50% der Fälle steigen die Märkte, als dass sie fallen. Es gibt kein Gleichgewicht, dass man sagt, es gibt genauso viel steigende wie fallende Tage, sondern wir haben einen deutlichen Überhang und zwar nicht nur Kommapunkte, sondern einen deutlichen Überhang von fast 20% auf Seiten der steigenden Tage. So, und wenn wir uns ja mal das nächste Bild anschauen, da sehen wir hier, da ist das nochmal in der Gesamtheit gemacht, 1950 bis 2016 jetzt sogar. Und da sehen wir eben, in 53,6% der Fälle ist der Markt gestiegen und nur in 46,4% der Fälle, also das sind Tage im S&P, wo es entweder nach oben oder nach unten geht, und nur an 46,4% der Tage fällt der S&P. Und selbst wenn man das Ganze jetzt aufdröselt und sagt, wann waren denn Bullenmärkte und wann waren denn Bärenmärkte, stellt man fest, selbst in den Bärenmärkten steigt der Markt häufiger, als dass er fällt. Und was heißt das jetzt für uns in der Praxis? Ne? Erstens heißt das natürlich, dass der Verkauf von Put-Optionen auf Aktien definitiv Sinn macht. Warum? Weil der Markt einfach öfters steigt, als dass er fällt. Das heißt, vom Erwartungswert her müssen wir ganz klar sagen,
Der Verkauf von Put-Optionen auf Aktien hat einen positiven Erwartungswert, nur allein schon aus der Logik heraus, dass die Märkte häufiger steigen als fallen. So, gleichzeitig, und das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis für mich wieder mal daraus, ist es so, dass wir oder dass unser Job, dass unsere Aufgabe als Optionsverkäufer ist es nicht zu erkennen, steigt jetzt der nächste Tag oder fällt jetzt der nächste Tag. Das können wir ohnehin nicht. Ne? Wir haben keine Glaskugel, sondern wir müssen unser Risiko managen. Das ist der alles entscheidende Punkt. Wir müssen unser Risiko managen, weil wir zwar mehrheitlich steigen, als dass wir fallen. Wenn wir aber fallen, dann kommen wir ins Risiko und das müssen wir managen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, okay, jetzt gibt es ja fallende Märkte, aber die sind manchmal so extrem, dass die dann, obwohl sie so selten vorkommen, unsere ganzen Gewinne wegradieren. Das ist eine Aussage, stimmt die aber überhaupt? Und schauen wir uns das mal an. Und hier eine interessante Grafik mal dazu, und zwar die 20 schlimmsten Tage im S&P 500 berechnet anhand der Prozentzahl, wie sich der Markt geändert hat. Und zwar ist das zwischen 1900, der schlimmste Tag oder die 20 schlimmsten Tage. Der schlimmste Tag, ganz klar, mit über 20%, das war 1987 im Crash. Und danach, alle anderen Tage sind dann so weniger als diese 20%, 10%, 9% und so weiter. Und ganz, ganz viele so im Bereich um 5%. Naja, und 5%, ne, so viel ist das nun auch wieder nicht. Und wenn man sich diese Tage nochmal ein bisschen genauer anschaut, und da seht ihr jetzt hier auch nochmal ein Bild dazu, einen Chart, da stellt ihr fest, alleine von diesen 20 Tagen fanden 9 innerhalb der Finanzkrise 2008 beziehungsweise Anfang 2009, da kommt einer noch mit dazu, statt. Das heißt also, die Häufung schlechter Tage passiert in Krisen. Und wir machen momentan hier bei uns im Haus im eigenen Research gerade eins. Wir schauen uns mal an. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Anhänger eines übergeordneten Blicks auf die Märkte, und wir haben das ja für uns zusammengepackt in diese Morgenroutine. Und wir machen gerade mal rückwirkend Morgenroutinen für diese extremen Tage. Und die ersten Ergebnisse, die ich hier schon gesehen habe, sehen so aus, dass man an diesen Tagen so viele rote Ampeln hat, die auch nicht über Nacht kommen, ne? Sondern es war nicht so, dass am einen Tag war alles grün und am nächsten Tag war dann alles rot. Und deswegen diese Angst, die viele immer haben, dass man sagt, okay, jetzt ist alles grün und klar können wir heute mit Aktien reingehen, aber morgen, was ist denn, wenn morgen der allerschlimmste Tag kommt? Gibt's nicht. Zumindest hat es das noch nie gegeben. Ne? Und jetzt können wir sagen, ja, aber es könnte ja mal kommen. Und da könnten wir auch genau sagen, ja, es könnte aber auch sein, dass morgen Außerirdische landen. Ne? So. Also das heißt, wir können doch nicht mit Dingen umgehen, die eventuell passieren könnten, wo es aber im Rückblick auf die letzten 100 Jahre an den Aktienmärkten überhaupt keine Hinweise darauf gibt. Ne? Wir müssen doch mit irgendeiner Bekannten rechnen, nicht mit irgendwelchen Unbekannten. Ne? Kennt ihr alle noch die Werner-Filme? Der hat auch immer gesagt, wie hieß er, der alte Meister, der Röhrig, der hat auch immer gesagt, ja, morgen kommen die Russen. Ne? Ja, die sind aber halt nie gekommen. Und genauso ist es hier. Ne? Und damit will ich euch einfach nur zeigen, habt nicht zu viel Angst. Angst, gesunder Respekt vor dem Markt, das ist absolut richtig. Aber Verkauf von, und das ist ein Teil von Optionshandel, den man machen kann, aber Verkauf von Put-Optionen auf die Aktienmärkte hat einen positiven Erwartungswert. Wir müssen akzeptieren, in ungefähr 45-46% der Fälle fällt der Markt. Die meisten dieser fallenden Tage sind aber völlig irrelevant für eine Optionsverkaufsstrategie. Und die wenigen Tage, wo es heftig werden könnte, die müssen wir managen. Das kann man am besten über zwei Dinge, nämlich über die Positionsgröße und über das Beobachten des Marktes, weil ihr werdet feststellen, schaut euch diese Tage, die wir euch eingeblendet haben, einfach nochmal an. Schaut euch diese Tage an, das sind die 20 schlechtesten Tage im S&P, und ihr werdet feststellen, dass all diese Tage nie aus heiterem Himmel herauskommen. Ne? Und wenn wir davon ausgehen, dass ab morgen alles anders wird, so nach dem Motto, diesmal ist alles anders, ihr wisst, das ist einer der teuersten Sprüche an der Börse. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg an den Märkten. Ich freue mich auf eure Kommentare, und während ich die Kommentare lese, werde ich ja noch ein bisschen mit meiner Münze üben. Nochmal. Maple Leaf. Und diesmal Tatsache hier. Die Queen. Also ihr seht, Trading ist kein Münzwurf. Münzwurf selber, das ist wirklich ein Glücksspiel. Oder vielleicht habe ich auch einen Trick. In diesem Sinne, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.